So, liebe Leute, ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest. Leider habe ich es an Heiligabend nicht mehr geschafft. Es war ja abzusehen, dass irgendein Türchen wahrscheinlich zu spät kommt. Bisher waren alle immer pünktlich, nur das 24., das heute am ersten Weihnachtstag. Naja, springen wir rein. Heute gibt es ein kleines Special und zwar würde ich ganz gerne mal eine kleine Hitliste Top 10 der vergangenen Folgen zusammenschrauben und zwar meine 10 liebsten Spiele der Vergangenheit. Viel Spaß! Auf Platz 10 habe ich stellvertretend für alle anderen Total War Spiele, nämlich Medieval 2. Dieses fand ich damals am besten und ich freue mich schon heute auf den Nachfolger Warhammer Total War, aber auch die anderen Teile Rome 2 sowie auch der erste Rome Teil. Richtig geile Geschichte, Medieval 2 Total War auf Platz 10. Auf Platz 9 habe ich ein richtiges Highlight, auch hier auf diesem Kanal, und zwar Gran Turismo 6. Auch hier wieder stellvertretend für alle anderen Gran Turismo Teile. Richtig geiles Franchise, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und auch hier steht ja im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich, je nachdem wie schnell die Entwickler sind, der nächste Teil an. Auf Platz 9, Gran Turismo 6. Weiter geht's in meiner Hitliste mit Fallout und natürlich an der Stelle Fallout 4, weil ich es aktuell spiele und mir unglaublich viel Spaß macht. Ich finde es nach den bisherigen Spielstunden sogar noch ein Ticken besser als Fallout 3. Blasphemie wird der ein oder andere sagen, ich find's geil, macht richtig Laune und von daher auf Platz 8 alle stellvertretenden Teile von Fallout. Auf Platz 7 habe ich das Kultgame und zwar Minecraft. Natürlich, was kann man dazu sagen? Minecraft kann man auf den unterschiedlichen Arten und Weisen spielen. Von daher, denke ich mal, ist der 7. Platz an der Stelle, zumindest aus meiner Perspektive, vollkommen gerechtfertigt. Ebenfalls wieder eine große Spieleserie ist die FIFA-Reihe. Jedes Jahr ein neuer Teil. Ich habe an der Stelle FIFA 13 genommen, weil ich diesen auch exklusiv in meinem kleinen Kalender erwähnt habe. Von daher FIFA 13 auf Platz 6. Auf Platz 5 habe ich Europa Universalis 4, diesmal nicht stellvertretend für die anderen Teile, denn die fand ich in der Summe nicht ganz so gut, aber der 4. Teil, der rockt alles, von daher Platz 5. Auf Platz 4 habe ich den Fußballmanager, auch in der Form den Fußballmanager 13, aber auch hier kann man die anderen Teile nennen, denn die habe ich alle gedaddelt, von im Jahre 2000 angefangen bis heute. So langsam müsste es mal was Neues geben, ich hoffe mal, dass da was passiert, ansonsten, wie gesagt, ein solider Platz 4 für den Fußballmanager. Auf Platz 3 und das erste Treppchen geht an die Spieleserie Grand Theft Auto. An der Stelle musste ich mich entscheiden, welchen Titel ich hier mit reinnehme. San Andreas war geil, Vice City war cool, GTA 3 war auch nicht verkehrt und der erste Teil war auch schon faszinierend. Wie gesagt, bei mir hat es dann Grand Theft Auto 5, weil es der aktuelle Teil ist, geschafft. Hier aufs Treppchen, stellvertretend für alle seine anderen Brüder und Kollegen aus der gleichnamigen Spieleserie. Grand Theft Auto 5 auf Platz 3. Auf Platz 2 das beste Singleplayer-Rollenspiel aller Zeiten, Skyrim. Natürlich ist da ganz klar im Jahre 2011, was für ein Kracher, hat unglaublich viel Spaß gemacht. An der Stelle Skyrim hochverdient, das Treppchen bzw. die Silbermedaille, Platz 2 für Skyrim. Kommen wir abschließend zur absoluten Nummer 1, mein Lieblingsspiel der vergangenen 25 Jahre Gaming History. Es ist World of Warcraft. Natürlich, World of Warcraft. Richtig geiles Game, gerade als es frisch rauskam. Classic und Burning Crusade waren absolute Highlights. Aber auch Wrath of the Lich King war noch ein richtig cooles Add-on. Danach hat bei mir so ein bisschen die Laune und die Lust nachgelassen, weil auch andere Titel da waren und ich natürlich nicht mehr die Zeit hatte, die ich vorher da rein investiert oder rein investieren konnte. Von daher World of Warcraft für mich das beste Spiel und hochverdient auf Platz 1 meiner Lieblingsspiele der vergangenen 25 Jahre. Abschließend möchte ich mich bei euch bedanken für das treue Einschalten hier auf meinem kleinen Kanal mit meiner kleinen Playlist, 24 Folgen mit tollen Games, wie ich finde. Und da kam mir noch eine coole Idee während des Zusammenbastelns des Kalenders. Und zwar würde ich ganz gerne auf den Kanal eine eigene Retro-Playlist anlegen, in der immer einzelne Playlists noch drin sind zu den diversen Retro-Spielen. Und da ich nicht nur alleine entscheiden möchte, welche Spiele wir da anpacken, werde ich eine kleine Abstimmung zurechtbasteln und ihr könnt mitentscheiden, welches Spiel in dieser exklusiven Playlist wieder als nächstes erscheinen soll. Den Anfang machen wir kurz nach Weihnachten, sobald ein bisschen die Festtagsstimmung und natürlich auch Familie und die Pflichtbesuche, die so anstehen, alles abgeschlossen ist und man wieder ein bisschen Zeit
Zeit hat zum Daddeln. Wie gesagt, da würde ich ganz gerne im kommenden Jahr eine schöne Playlist zusammenbasteln, die sich natürlich hier an diesem Kalender anlehnt. Und ich denke, da finden wir eine ganze Menge tolle Spiele und haben eine richtig coole Zeit. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch schöne Weihnachten eurer Familie und euch natürlich alles Gute, vor allem Gesundheit und bleibt so wie ihr seid, schaltet wieder fleißig ein und dann sehen wir uns entweder hier auf YouTube oder auch im Livestream. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Jahr, wenn wir uns nicht mehr hören sollten. Ansonsten bis kurz nach Weihnachten. Ciao, euer Baggy.